Guck ich gucke Ihnen hier. Wir haben hier Fikul Akbar von Abu Hanifa. Wir haben es hier. Ich lese euch mal vor, was hier drin steht. وَلَهُ يَدٌ Allah, لَهُ يَدٌ وَوَجْهٌ وَنَفْسٌ كَمَا ذَكَرُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ. Er hat eine Hand und er hat ein Gesicht und eine Nefs, so wie Allah im Koran beschreibt. Ja? فَمَا ذَكَرُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ الْوَجْهِ وَالْيَدِ وَالنَّفْسِ فَهُوَ لَهُ صِفَاتٌ بِلَا كَيْفٍ. Das heißt, das, was Allah von Gesicht und Hand und so weiter erwähnt im Koran, ist eine Eigenschaft für ihn, ohne dass man nach dem Wie fragt. Ja? Dann geht's weiter. وَلَا يُقَالُ إِنَّ يَدَّهُ قُدْرَتُهُ وَأَوْ نِعْمَتَهُ لَأَنَّ فِي إِبْتَالُ الصِّفَةِ. Und es wird nicht gesagt, dass seine Hand seine Macht ist, denn das wäre eine Negierung der Eigenschaft. Jetzt, Ihre Gruppe, die erwähnen nur diesen ersten Satz. لَا يُقَالُ إِنَّ يَدَّهُ قُدْرَتُهُ. Es wird nicht gesagt, jetzt ist seine Kraft. Und dann lassen wir das zweite aus. Ibtal und Yisifa. Eine Negierung der Eigenschaft. Weil sie nicht sagen wollen, dass Allah zu seiner Eigenschaft Hand gehört.